Die Künstlerpersönlichkeit, die mich dazu gebracht hat, die Documenta mit anderen Augen zu sehen, ist Emmy Röder, eine Bildhauerin, geboren 1890 in Würzburg. Wir zeigen in der Ausstellung eine Tonskulptur von ihr, die Schwangere. Diese Skulptur war 1937 auf der Ausstellung Entartete Kunst zu sehen und wurde dort von den Nationalsozialisten diffamiert. 1955 war eine Version aus Holz auf der Documenta zu sehen. Was Emmy Röders Kunst besonders macht, macht auch ihre Haltung in der Nachkriegszeit besonders. Ihre Schwangere legt die Hand auf den Bauch, das heißt, sie trägt Sorge, Verantwortung für ein Wesen. Sie ist Zeugin und genau das tut Emmy Röder auch. Sie schreibt sehr viele Briefe nach 1945 und einige stellen wir davon auch aus. Emmy Röder schreibt in ihren Briefen über die 40er Jahre, in denen sie in Florenz war. Und nicht nur sie war in Florenz, sondern auch Werner Haftmann zum Beispiel war in Florenz. Sie schreibt über ihren jüdischen Malerfreund Rudolf Levi, der dort lebte. Sie beschreibt seine Kunst, von der sie sehr viel hielt. Und sie schreibt auch über die Deportation von Rudolf Levi, der 1944 nach Auschwitz deportiert worden ist. In unserer Ausstellung zeigen wir Gemälde von Rudolf Levi, die glühenden Gemälde aus den Florentiner Jahren. Und wir zeigen auch das letzte Selbstporträt, was er von sich gemalt hat im Jahr 1943. Diese Erinnerung, die Röder in ihren Briefen wachhält, findet keinen Eingang auf die Documenta 1955. Und das sagt viel über die Documenta und die Erinnerungspolitik in diesen Jahren.